Hallo meine Freunde des gepflegten Let's Plays, herzlich willkommen zu einer weiteren Session von Let's Play Warhammer Endtime Vermintide. Der Titel ist echt zu lang. Wieder mit dem Norweg BDK. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Vermintide. Ist übrigens relativ witzig, ne? Ich hab das mal recherchiert, was der Name bedeutet. Vermin ist quasi Ungeziefer und Tide ist halt die Flut, also die Ungezieferflut. Ja, Tide hätte ich noch was mit anfangen können, mit Vermin tatsächlich nicht. Darum sagen sie auch immer Splatter the Vermin oder so in den Synchro-Files der Charaktere. Das ist ziemlich, ich finde den Titel relativ passend, auch wenn ich Endtimes vielleicht weggelassen hätte. Irgendwie so Warhammer Endtimes Vermintide, what? Ja, es ist. Aber, wobei, es kommt ja wahrscheinlich irgendwann DLC und das wird dann sowas sein wie Warhammer Endtime und dann Rödel. Was anderes. Vampire Tide. Rödeldödel. Ja, Vampire Tide. Irgendwie sowas, ja. Lizard Human Tide. Other Bad Guys Tide. Irgendwie so ein Kram. So, der Björn hat Mist gebaut und möchte euch davon erzählen. Genau, ich habe Mist gebaut und ich weiß auch nicht genau warum. Der wird auch vor die erste Folge geschnitten sein. Und zwar nach der gestrigen Aufnahme ist mir aufgefallen, dass die Aufnahme andauernd ruckelt. In den ersten Minuten recht schlimm und dann in den folgenden Stunden oder in der folgenden Stunde weniger, aber noch ab und zu. Ich weiß nicht ganz genau, woran es liegt. Keine Ahnung. Kann mit Sachen zusammenhängen, wo ich keine Ahnung habe. Ja, genau. Aber jetzt haben wir einen Test gemacht, jetzt sollte alles funktionieren. Genau. Ich habe dann nochmal einen Line-Test gemacht, wir haben gerade nochmal zusammen kurz Test gemacht und da trat es nicht auf. Da die Folgen eigentlich relativ lustig waren in unserem Empfinden, wollten wir die jetzt aber nicht wegschmeißen. Und dann irgendwie alles nochmal nachsprechen, gekünstelt so. Sag mal, habe ich dir schon erzählt, wie das mit meinen Bewerbungen damals war? Nee, nein, das hau mal erzähl raus. Doch mal davon. Nee, genau. da hatte ich auch, habe ich auch gesagt, nee, als Björn mir das heute Morgen, oder heute Morgen, wow, morgen, um 14 Uhr oder 16 Uhr morgen. Da war ich schon einkaufen, Alter. Ich war auch einkaufen, ich habe auch schon Mittag gegessen. das geschrieben hat, war ich ziemlich deprimiert erstmal, aber er hat sie ein Glück retten können, deswegen. Ja, es ist nicht ganz so schlimm, ich hoffe, ihr könnt es uns auch verzeihen. Wir wollten halt wirklich nicht, dass es verloren geht und ja. Die Technik ist schuld, wie immer. Genau. Also eigentlich also, Sofa-Gaming schuld, aber. Ja, das sowieso. Die sind an allem schuld. Globale Erwärmung und so ein Kram. So, wir haben zum Schluss den Mage Tower gemacht. Haben wir den geschafft? Den haben wir gefehlt, nein, haben oder? Nicht. Den müssen wir nochmal machen. Ich wollte mir noch einen neuen Hero nehmen. Ich wollte nicht beim Empire Soldier bleiben. Ich denke mal, ich spiele auch mal diesen Bright Wizard. Und ich muss erstmal gucken, was ich für den schon freigeschaltet habe. Ich habe gerade tatsächlich gewechselt auf Viktor Salzbrand, heißt der Hexenjäger, der Witch Hunter. AKA der Bloodborne. Der Bloodborne. Tut mir leid, aber ich finde es gut, dass der sieht aus wie der Typ aus Bloodborne. Ich habe Bloodborne nicht gespielt. Ich weiß, worum es geht bei Bloodborne, aber ich habe es nicht gespielt. Okay, Moment. Ich habe, glaube ich, auch diesen Stab, den du hattest. Warte mal. Okay. Ja. Sieht der auch so aus? Hat er auch? Ja, das ist der mit den Schlüsseln und den Totenköpfen. Mhm. Den habe ich. Und ich habe hier tatsächlich eine blaue Axt auf dem. Oh, guck mal, der kann so ein Speer. Das ist eine Frau, die hat Öcken. Damn. Es tut mir leid, dich jetzt enttäuschen zu müssen, aber du spielst gerade eine Frau. Ja, und? Du sagst immer der. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist so dieses Videospielproblem irgendwie. Alles Männer. Anita Sarkeesian wird mich jetzt ohrfeigen, das weiß ich aber. Ich glaube, ich nehme auch diesen Speed-Ding. Das werden wir zwar die Map wieder nicht schaffen, aber egal. Willst du sagen, dass es gestern nur an mir lag? Wieso, hattest du das Speeding? Ich hatte das Speeding. Gut, dann werde ich es jetzt definitiv nehmen, um dir zu zeigen, wie man es richtig macht. Guck mal, ich habe hier auch aber ein Speeding, also. Ich glaube ja immer noch, dass. Das werden wir gleich rausfinden. Aber ich glaube immer noch, dass wenn du R drückst, du zwar dein Overload, den du mit diesem Charakter hast, aufheben kannst, aber das zieht eigentlich an den HP. Glaube ich. Ja, es zieht an den HP, ja, aber du wirst es schneller los. Ja, klar, aber. Ich verstehe auch noch nicht ganz die Mechanik. Ich glaube nämlich. Wenn man umso mehr Aufladung man hat, umso mehr Schaden macht man. Kann das sein? Das weiß ich nicht. Da würde ich nichts zu sagen. Nee. Willst du mal die Map suchen? Ja. Also, wir gehen gleich rein und spielen erstmal mit Bots und warten, bis Leute joinen, weil das einfach. Meistens kommen die Leute erst, wenn man in der Map ist, aus irgendwelchen Gründen. I don't know. Ich glaube, dann wird man tatsächlich höher priorisiert. Ja, aber ich finde es schade, dass man noch nicht nach Lobbys gezielt suchen kann. Das war nämlich bei mir ein Problem, wenn ich eine neue Map spielen wollte. Ich wollte nicht in ein laufendes Match einsteigen, wo ich die Map dann von irgendwo sehe, sondern ich wollte von Anfang an spielen. Das konnte ich meistens nur bei jemandem, dem ich gehostet habe. Ja, das stimmt. Ist immer so ein bisschen schade, wenn die irgendwie schon durch die halbe Map durchgerusht sind und man sich denkt, ja, geil, was kam jetzt hier so? Was habe ich denn verpasst? Ah, oh, gar nichts. War nichts los. Apropos
korrumpierte Files. Ich habe ja in den letzten Parts so schön erzählt, was für tolle Momente ich hatte, oder ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, aber oder nur dir erzählt, wo der Packmaster einmal einen Triple Kill hingelegt hat. Ja, das hattest du in der Aufnahme erzählt. Und auch wo der Ogre festgebackt ist im Karren. Ja, und das hast du auch erzählt. Habe ich auch erzählt, wo der Ogre, die Ogre Red, gespawnt ist, während noch dieses Intro lief, wie jetzt gerade. Nee. Der ist gespawnt und hat auf uns eingehauen, während wir da standen und nichts tun konnten. Wir haben ja keinen Schaden gekriegt, aber okay. Und das fand ich so geil, ne? Und rate mal, was passiert ist. Ich habe ja noch so ein paar Sachen mitgesaved vom LP nachher für meine Aufnahmen. Ja. Und habe das dann mir noch gestern mal angeguckt und das ging auch irgendwie auch alles. Aber dann habe ich so gesehen, die Files daneben, die haben mir irgendwie nur meinen Desktop gezeigt. What? Und dann habe ich mal geguckt, mein verkackter Shadowplay hat nicht, während ich das saven wollte, die Aufnahmen, das Spiel gesaved, sondern meinen zweiten Bildschirm. Cool. Es ist also auch alles weg und im Arsch. Ich bin relativ mad deswegen, weil ich das jetzt nicht in die Review mit einbauen kann. Es ist immer schön, weil wenn man bedenkt, Shadowplay ist ja von Nvidia selbst. Mhm. Dass die es nicht hinbekommen, ordentlich mit Multiple Monitor Support umzugehen. Oh ja, da kann ich dir auch noch was zu erzählen, ey. Das wollte ich auch noch machen, gerade wo wir bei Thema Codex waren. Das war ja bei deinem Ruckelfest da das Problem irgendwie mit dem Codec. Ja, wahrscheinlich falsch kodiert, schätze ich mal. Und ich benutze ja zum Cutten, beziehungsweise ich habe zum Cutten benutzt Sony Vegas Movie Studio Platinum 12. Und das ist so eine abgespeckte Version von Sony Vegas Pro. Also hat nicht mal einen Maskengenerator, es kann quasi nur die Basic-Sachen. Dafür kostet das Ding aber auch anstatt 500 Euro nur 80. Und deswegen habe ich mir das damals halt gekauft, weil war ziemlich cool. Und ich hatte vorher schon mit Sony Vegas gearbeitet, deswegen, ja, warum nicht? Ging auch gut bis vor kurzem. Mit dem neuesten Shadowplay-Update ist es allerdings so, dass alle MP4-Dateien, die Shadowplay erstellt, die du dann bei dir in Movie Studio reintun willst, nur grünes Bild anzeigen. Hier ist ein Rattling Gunner. Die funktionieren also quasi nicht mehr. Der Ton ist perfekt, aber hast halt nur grünes Bild. Okay. Und um das zu fixen, musst du ein Plugin, das für die direkte Wiedergabe dieser Dateien in Sony Vegas verantwortlich ist, da ist einer down übrigens. Ja, das heißt irgendwie Compound Plug. Okay. Dieses Plugin ist outdated, das funktioniert nicht mehr. Ich werde jetzt übrigens gerade vom Rattling Gunner gekillt. Das heißt, das müsstest du dafür updaten. Ja. Was du auch machen kannst, ist es deaktivieren, dann würde es auch funktionieren, aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Und das Problem an der Sache ist einfach, es gibt keinen richtigen Fix dafür. Wenn du Compound Plug rausnimmst, dann ruckelt deine Videovorschau und du kannst nicht richtig gemütlich schneiden. Ja. Und wenn du es nicht rausnimmst, hast du nur grüne Videoaufnahmen. Cool. Und das gilt für alle Versionen von Sony Vegas ab 12 und drunter. Mit 13 geht's. Denn 13 hat diese neuen Compound Plug-Dateien für das Plugin. Und was ich jetzt machen musste, ist mir Movie Studio 13 kaufen für einen Upgrade-Preis von 40 Euro. Na geil. Weil ich sonst nicht mehr vernünftig schneiden konnte. Geil. Das macht ja richtig Spaß. Ja, das ist einfach so. Ist klar, es ist halt, ich kann mir so eine Adobe Creative Cloud nicht leisten, weil ich kein Geld. Ist relativ teuer. Ja. 50 Euro pro Monat. Und deswegen nutze ich dann eben Lifetime-Lizenzen noch für meine Programme gerne. Und irgendwer hat seinen Voice-Chat an. Irgendwie bist du das Chat, nee. Nee, das bin ich nicht, ich höre das auch. Irgendwer hat seinen Voice-Chat an, der gerade joint. Siehst du, der hat gerade... Der No-Reflex zu dem Spiel. Der Typ da, der hat seinen Voice-Chat an. Der No-Reflex. No-Reflex, ja. Aber jetzt halt ihn aus. Was war das denn? Naja, Und das, ich bin halt echt enttäuscht von Sony und von Nvidia, dass da nichts gefixt wurde, bis heute. Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Und das Problem ist, kannst du es nicht fixen. Es geht nicht. Wobei bei Sony kann ich halt nachvollziehen, dass sie es nicht tun, weil 40 Euro. Ja, klar. Ne? Ganz blöd gesprochen. Ja, 40 Euro haben oder nicht haben. Das ist wie mit den GEZ-Gebühren. Auch wenn es weniger als 40 Euro sind. Aber es ist halt so, dass ich denke mir dabei, was ich versucht habe, ist den Compound-Plug-Ordner von Movie Studio 13 in 12 reinzupacken. Ja. Hat nicht funktioniert. Warum bist du eigentlich tot? Wann bist du gestorben? Vorhin, als dich die Rattling-Gun angegriffen hat. Oh, da bin ich schon draufgegangen. Ich gar nicht gemerkt, dass du tot bist.
Ich rette dich gleich. Ich lasse meine Mates einfach im Stich. Ja, aber das mit Adobe, das kenne ich halt genauso. Ich meine, ich bezahle auch für die Creative Cloud fürs Gesamtpaket 50 Euro im Monat. Und klar, ich bezahle 50 Euro im Monat. Ja, warum? Ich dachte, die kostet irgendwie 36. Nee. Für Studierende ist sie ein bisschen günstiger. Ich bin ja kein Studierender. Ah, okay. Deswegen kann ich das schon mal nicht tun. Für ein einzelnes Programm zahlst du 20 Euro pro Monat. Und da ich halt Photoshop benutze und Adobe Premiere Pro und After Effects und Auditions und ähnliches, lohnt es sich für mich halt eher, die gesamte Cloud zu nehmen für 50 Euro, anstatt die Programme einzeln zu holen. Ja klar, kann man die noch einzeln holen? Ich dachte, die machen nur noch Cloud. Nee, man kann die noch einzeln holen, aber halt auch in einem Abonnement. Ah, heißt, okay. Wenn du dein Premiere haben möchtest, zahlst du pro Monat nur 20 Euro anstatt 50. Ah, gut, dann weiß ich das jetzt auch, weil ich bin da nicht so recht durchgestiegen. Ich habe mir auch schon, also ich arbeite halt, wie gesagt, mit Movie Studio Platinum 13 jetzt und mit Photoshop CS2, weil das, fuck, Packmaster. Das ist ja kostenlos. Ja, ich sehe es gerade. Ja. Oh ne, irgendwann hat mich gerettet. Kruber ist hier. Der Imperiale. Gar nicht gemerkt, dass er hier ist. Ja, aber das Ding bei der Cloud ist halt, du hast eine Preisgarantie von 2 Jahren. Heißt, nach 2 Jahren können die einfach sagen, ja, 50 Euro ist ein bisschen wenig, zahlen es mal 100. Und du kannst dich dagegen nicht wehren. Nee, außer deabonnieren, oder? Ja, natürlich deabonnieren, aber wenn du auf das Programm mehr oder weniger angewiesen bist, schon fast. Ich hab dich. Dankeschön. Ja, das ist eben so ein Ding. Also ich bin wirklich ein Fan von Lifetime-Lizenzen. Ja, aber verdienst du auch nicht so viel mit dran, ist das Ding. Ja eben, das ist ein reiner finanzieller Move gewesen, damals von Adobe, ja, das so zu machen. Ich sag's mal so, wenn das auf dem Preisniveau bleibt, wie es jetzt ist, und du quasi mit der Arbeit, für die du diese Programme benutzt, so viel Geld verdienst, dass sich das quasi abdeckt, ja, das ist doch ein guter Deal. Also kannst du auch nichts gegen sagen. Ups. Ja. Es gibt Fallschaden im Spiel. Ragdoll's Bass, Ragdoll's Bass. Schon wieder. This game, man. So. Oh, jetzt habe ich dem spassenden Ragdoll den Kopf abgeschlagen. Aber was ich sagen muss, was positiv ist, wenn du halt ein Abo hast, du kriegst die Updates. Ja, eben, das ist der Punkt. Also Updates kriegst du bei den anderen auch, allerdings... Immer nur für die aktuelle Version. Ja, und die machen eben auch nur nichts, was sie nicht müssen, wie eben einen gescheiten Compound-Plug-Ordner zu programmieren. Sie machen halt nur, was sie müssen. Und irgendwie machen sie da halt nichts aktuell. Das ist auch das Ding, wenn sie jetzt einfach mal die Server offline nehmen und du kannst dich dann nicht mehr mit den Servern verbinden und so. Du bist halt auf diese Verbindung angewiesen. Klar, du kannst es irgendwie 3 Monate lang offline benutzen. Danach sagt er auch, die müssen sich wieder verbinden mit dem Internet, aber trotzdem, es ist alles so, es ist halt wirklich ein Abonnement. Ja. Und das ist ja wie in World of Warcraft, wenn sie die Server offline nehmen, dann hat man ein Problem. Ja, wenn die Server offline sind, aus technischen Problemen. Ja. Dann hat man auch ein Problem. Ja. Ja, also, ich weiß nicht, bei mir ist es noch nicht so weit, dass ich mich irgendwie mit Adobe einlasse in den Pakt, der meine Seele irgendwo in im Kleingedruckten beinhaltet. Deine Seele darfst du behalten, ein Neugeborenes musst du ihm geben. Ach so, ja, das, okay. Das fand ich auch. Ich meine, es wird ja nicht nur ein Neugeborenes geben, hoffe ich. Mach mal halt ein neues. Ein neues, ja, mit Neugeborenes. Und das kann man auch Spaß haben. Der Packmaster hat da gerade einen. Find ich, ja, schön. Ich komm nicht ran. Dann. Peke. So, haben wir das. So, und hier sieht man wieder, dass du gelogen hast. Es ist wieder exakt derselbe Raum. Nein. Exakt derselbe Raum. Ist es nicht? Siehst du, die Beleuchtung ist komplett anders. Derselbe. Nein, auf keinen Fall. Guck, da ist der Baum. Es sieht aus. Das ist doch auch Bloodborne. Guck mal, das ist der Pale Blood Moon. Ich hab kein Bloodborne gespielt. Warum nicht? Ich hab nur Dark Souls gespielt. Ich hab auch Dark Souls gespielt. Letztens erst. Aber ich hab Bloodborne einen Playthrough geguckt. Das Spiel ist übrigens ziemlich lustig, aber ist krass faul im Design, ähnlich wie Dark Souls 2, finde ich. Also so nach dem Motto, wir können uns keine fordernden Gegner ausdenken, machen wir einfach mehr. Ja, das stimmt. Denkt da so an die Spinnenkönigin Rom. Ach, besonders mit Scholars of the First Sin. Oh, nee, müssen es noch schwerer machen, noch mehr Gegner. Ja, aber ich habe ja beides gespielt, Dark Souls 2 und Scholar of the First Sin. Ich auch. Scholar ist, finde ich, besser.
vom NPC-Placement, finde ich. Weiß nicht, ob ich da zustimmen würde unbedingt. Okay, jetzt bin ich overburned und kann nicht angreifen. Help me. Wow! Oh, bist du explodiert? Ja, ich bin overburned, deswegen bin ich gerade explodiert. Ich stand in dir drin. Du kannst doch nicht in mir explodieren. Was soll denn das? Ja, das war so nicht geplant. Ja. Du. Oh Gott, das darf ich jetzt nicht sagen. Ich spiele gerade zum zweiten Mal oder so. Terrorist. Allahu Akbar. Nein, Frauen machen das ja nicht. Bei denen warten ja keine 72 Jungfrauen dann. Oder vielleicht doch, aber... Ich will mich darauf jetzt nicht versteifen, auf diese Meinung. Ach, ganz im Ernst, was möchtest du mit 72? Ja, irgendwer hat doch mal gesagt, ich muss also 72 Leuten beibringen, wie man es treibt. Ja. Und auch wenn es jetzt echt gegen das Macho-Gehabe ist und ähnliches, ich wäre einfach körperlich nicht in der Lage, 72 Frauen auf einmal zu beglücken. Tut mir leid, ich kann's nicht. Loser. Ja. Schlappschwarz. Oh, Assassin Red. Nein! No. Sag mal, haben die bei dir gerade auch irgendwie so ein weißes Fell? Ja. Einige haben ja auch weißes Fell. Die sind ja auch ein bisschen zäh. Die sehen irgendwie buggy aus. Irgendwie will mein Ding sich gerade nur sehr langsam cooldownen. Das finde ich sehr schade. Kriegst du dein Ding nicht runter? Oh Gott. Herrlich. Help me. Ja, tu ich. Ich schnieds. Help me. Ja, beruhig dich, alter Meister, kein D-Zug. Muss ich heilen? Hilf mir mal, ist ein Assassin. Ja, wenn du bist wie die Deutsche Bahn, dann nicht. Oh Gott. Hör mir auf. Hilft denn die Bahn? Oh, ist auch cool. Bei mir fährt aktuell die Bahnverbindung nicht, okay, weil da Bauarbeiten sind. Das heißt, ich muss immer mit einem Ersatzverkehrbus zur ersten Station und dann fahre ich mit dem Zug weiter zum Hauptbahnhof. Mhm, das kenne ich aber. Dauert genauso wie den alten Witz, den auch schon jeder kennt, wenn der Winter kommt und die Klimaanlage ausfällt. Ja. Wir konnten nicht damit rechnen, dass der Winter so schnell kommt. Nee, genau wie jedes Jahr. Oder im Sommer, wenn die Leute einen Hitzeschlag kriegen. Wir konnten nicht damit rechnen, dass der Sommer so schnell kommt. Nee. Kommt der Sommer dieses Jahr überhaupt? Wussten wir ja nicht, hat uns keiner gesagt. Wobei, dieses Jahr war der Sommer auch wirklich kurz. Also echt arschwarm, aber wirklich kurz. Ja, das stimmt. Kurzes Vergnügen. Also ich mag tatsächlich eher warm als kalt, muss ich sagen. Ich mag tatsächlich kalt lieber, weil... Ja, okay, du bist ja so ein kleiner Satansbraten. Nein, Spaß. Ich bin ja... du bist so empört, da friert glatt die Hölle zu. Nein, was ich sagen wollte, ist ein Rattling Gun. Und ich mag kalt lieber, weil gegen Kälte kannst du was tun. Ja. Gegen Hitze ist schwierig. Das stimmt. Aber ich bin tatsächlich eher der freizügige Mensch, der in kurzer Hose WoW spielt, als mit Decke. So. Ich nicht. Ich sitze hier gerade mit Decke. Oh, Ogre Red. Ja, ich höre sie da oben. Come down here. Come on, baby, let's go party. Ja, nimm die Magierin. Nein, nicht mich, ich bin nicht die Magierin. Er ist die Magierin. Ich glaub ihm kein Wort. Ja, gedodged. Die Feuereffekte auf dem Vieh sehen ziemlich gut aus. Ja. Oh Gott, der will mich. Gedodged. Komm schon. Kann ich dodgen, das ist Heul hinter mir. Jetzt nimm die Magierin. Oh Gott, weg von mir. Nicht die Magierin. Boah, wie viel hält er denn aus? Ich habe noch einen Heiltrank. Ich habe keine Munition mehr. Die Effekte von meiner Spielfigur, wenn sie kurz vorm Explodieren ist, sind übrigens auch ziemlich geil. Da brennen so die Hände. Loderst du komplett, ne? Ja, das sieht ziemlich gut aus. Oh, Ogre Red ist down. Ja. Ich finde, ich spiele die besser als du. Also, ich bin relativ erfolgreich in der Welt. Du hast halt besseren Support als ich hatte. Ach, ist dem so? Ja, dem ist so. Du bist Helge Grimmor? Ja. Auf jeden Fall. Wir nehmen alles mit. Aber haben wir eigentlich schon mal einen Tome gefunden? Nö. Nee. Die Tomes sind hier aber auch gut versteckt. Hinter uns ist ein Woodpicker. Ich lass mich mal nicht picken. Ich wüsste ja auch nicht, wo irgendwie was sein könnte. Ich tatsächlich auch nicht. Wie gesagt, ich finde das Layout von dieser Map verwirrend. Ah, er kennt sich anscheinend hier aus. Ich bin gepickt worden. Komm. Ich bin tot. Ich bin irgendwie langsam. Macht mein Overcharge mich langsam?
Rette mich! Bin dabei! Ja, ich versuche hier gerade, mich irgendwo lang zu buggen, um eventuell was zu finden. Ich weiß aber gerade nicht, ob mein Overcharge sich auch aufhebt, während ich die Waffe nicht ausgerüstet habe. Oh, holy shit! Ja, tut er. Jumpscare. Tut er. Du siehst neben deinem Charakterporträt unten so eine Leiste, die sich mal auffüllt. Nö. Tatsächlich nicht. Nein? Mhm. Siehst du das an der Waffe rechts? Da ist eine Leiste, ja. Aber ja, die macht nichts, sie ist einfach voll. Ja, dann hast du noch eine Aufladung auf deinem Brödel. Ah, und die geht. Ach, stimmt, aber die Flammen werden schon weniger. Das heißt, ja, es geht in Cooldown. Ja. Ich hab's gerade gemerkt. Die Flammen wurden schon weniger um mich herum. Ja, jetzt geht's auch runter. Perfekt, gut. Wieder ein Mysterium von Vermintide geklärt. Komme ich jetzt wieder zu euch hoch irgendwie? Aber dieser Speedangriff ist schon stark, also. Brauchst irgendwie 3 Hits und eine Ratte ist down. Und gegen Gruppen ist das sehr effektiv. Hier ist ein Potion. Ja, aber Gimli rennt nach hinten. Was macht denn der da? Renn ihm mal lieber hinterher, nicht, dass er irgendwie vom Packmaster erwischt wird. Ja, geht nicht, ich war halt schon unten. Gimli, come on! Er ist Gimli, Alter! Ich weiß, viele finden das rassistisch, nicht alle Zwerge sind Gimli. Aber der ist schon so ein bisschen Gimli. Haben nicht auch Zwergen Frauen lange Bärte? Ja, es ist des Zwergens Eigenart, dass er mag seine Frau behaart. Es ist des Zwergens Eigenart, denn er mag seine Frau behaart. Dass er mag seine Frau behaart. Dass er mag seine Frau behaart, okay. Ich hab jetzt die Halle der Illusion, jetzt ist jede Hilfe so vorbei. Ich habe eine Freundin, die macht auch Live-Action-Roleplay, ne? Und die spielt tatsächlich einen Zwergen. Und ja, sie klebt sich einen Bart an. Na, immerhin. Das ist ziemlich nice. Die hat einen längeren Bart als mein Ork. Oh Gott, ist das nervig, hier hochzugehen. Da ist was. Ich will das. Geh weg. Ah! Grimmore, meins. Ich nehme das mit bis zum Levelausgang. Das darf man nicht benutzen. Wenn man es benutzt, ist es weg. Darum wollte ich es nehmen. Ich habe das schon mal. Es war so geil. Wir haben so gespielt. Ich glaube, die Aufnahme habe ich auch nicht mehr, weil mein Ding sie gefressen hat. Mein Shadowplay. Und der Typ so, nimm das Grimmore. Und ich nehme das so und irgendwann so, gucke ich so, ob ich mit Linksklick irgendwas machen kann und dann benutze ich irgendwas Flashiges passiert und dann war es weg. Nein. Und irgendwann sagt, und ich schreibe so, ups in den Chat. Er reagiert erst gar nicht und irgendwann sagt er dann so, we lost the Grimmore, Fragezeichen. Ich so, jupp. Er used it. Ich so, ja. Yeah. Now you know. Bist du schon, nee, der ist diesmal sehr. Es gibt auch andere Leute, die scheiße sind. Wie kommen wir da runter? Ach, ich hab's gefunden. Ich rette sie. Wir überhaupt runter, warum ist da eine Truhe an der Decke? Wir müssen da eigentlich nicht runter, glaube ich. Aber. Ja, aber ihr seid schon runter und ich bin gerade niedergeknüppelt worden, weil ich den Heiltrank aufheben wollte. Gimli! Ja, Gimli, rett mich nicht, du Fehler! Gut. Du Fehler? Ja, ich wollte gerade was anderes sagen, aber ich sag's dir. Du Fehler! Das ist eine gute Beleidigung. Du bist ein Fehler. Ich explodiere gleich schon wieder. Aber vorher muss ich die Gas-Rat killen. Oh, sie ist explodiert in meinem Gesicht. Ich bin gleich tot. Du bist gleich tot? Ja, warum bist du denn schon wieder down? Ja, weil keiner bei mir bleibt. No, ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Wir sind wieder unten, ja, du bist tot. Ja, seh das. Danke für die Status-Update hier. Wenn ich Elsa wäre, ne, würde ich jetzt singen. Let me go, let me go. Warum ist der Zwerg down? Ach, war bestimmt die Red. Gimli! Seid ihr irgendwie in den Kreis gelaufen? Ja, weil wir mussten ja runter, um die Waldläuferin zu holen, also die Waywatcherin. Ja, lasst mich sterben, holt die Waldläuferin, ich weiß, Tittenbonus. Wenn du dich anstrengst, kannst du den auch kriegen. Ja. Aber ich sehe schon Set Free bei dir, ich weiß jetzt zumindest, in welche Richtung ich muss. Da fällt mir wieder Crystal ein, ne? Er meinte ja. So, ja, sonst habe ich immer enge T-Shirts getragen, aber jetzt trage ich wieder weitere. Ich trage keine engen mehr, weil, ja, sonst sagen die Leute immer, Chris hat das, was die Frauen wollen. Alle schon so, dann sagt er, Titten. Weil er halt so ein bisschen popper ist. Ah, hier ist die Tower Hall, okay. Hier kommt gleich ein Teleport, glaube ich. Ich habe mir mal ganz fies den Heiltrank gesnackt, damit die Verbündeten jetzt alle sterben können. Das ist okay. Denn ich bin der MVP. Wie man hier sieht, ich mache alles allein. Hast du die Bombe geplantet? So, hier müsste das jetzt kommen mit der Teleportation irgendwie. Ja, ich mein, das war aber ich liege da vorne. Nee, nicht hier. Da vorne nee, weiter hinten noch.
Oh, das wirst du sogar miterleben. Ja, ich lieg. Ja, ich sehe ja sowieso, was sie macht. Also alles okay. Naja, aber du siehst es dann, jetzt siehst du es in First Person. Und in Farbe. Und ich sehe es auch in Farbe, wenn ich euch sehe. Ja, das solltest du auch. Oh, jetzt. Oh Gott. Oh, ich dachte, der Heiltrank wäre weg, aber er ist noch da. Meiner. Ja, das ist das zweite seltsame Gebiet in dem Magierturm. Das kenne ich auch schon. Und jetzt, warte mal. Guard the bridge. Wir müssen einfach die Brücke verteidigen, aber weil dann haben wir nur zwei Wege, die wir. Ja, eben, zwei Wege. Achso, das meinst du. Ah, doch, das ist doof. Ich find's cool, wie das Spiel nicht weiß, wo wir hier sind. Ja. Oh Gott, wenn ich overloaded bin, sind meine normalen Angriffe auch langsamer, merke ich gerade. Irgendwie ist unser Gimli fast tot, sehe ich gerade. Ja, der wurde ja aufgehoben. Ich habe ihm aufgeholfen, als er down war. Und dadurch gehen seine HP kontinuierlich runter. Ach so, weil er blutet. Genau. Das war bei der anderen auch so. Mhm. Also der Waywatcher wird auch bald keine HP mehr haben. Ja, ich habe mir den Heiltrank gesnackt und du dir den anderen. Ich bin ja der Most Valued Player hier. Zweimal down gegangen und einmal gestorben? Zweimal gestorben? Most Valued Player? Nee, zweimal. Tatsächlich zweimal. Und sonst wäre es auch nicht so spaßig. Ich meine, die Leute sollen ja alle Aspekte des Spiels sehen. Ja, auch wie man stirbt. How to die in Vermintide. Kopf ab! Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt hinter uns eventuell ein Turm wäre. Weil ich. Könntest du? Ja, weil wir halt durchgelaufen sind und jetzt. Weil ich hier nicht wüsste, wo. Ich denke mal, es ist einfach genau die gleiche Area. Hier ist nix. Nee, ne? Schade. Boom. Okay. Doch, hier ist ein Speedtrank. Oh. Hast du schon Hoffnung hier gemacht? Ich kann das nicht nehmen, weil ich habe das Grimmoor. Oh, Kopf ab. Ja, mit meiner schönen Einhandaxt. Auch bescheuert, dass ich eine Einhandaxt führe. Und da kommt ein Assassin Red. Wenn dein Charakter noch ein Schwert mit einer Pistole irgendwie doppelt nutzen kann, dann ist er für mich auf ewig der Bloodborne. Also Pistole habe ich, Schwert kann ich auch führen. Aber ist ein Medipack. Gleichzeitig? Ich nehme das mal und heil jemanden. Guck mal her, Zwerg. Ich heil mal jemanden. Ich heil mal über den Waywatcher. Hat er nicht verdient. Wir haben Fotos. Oh, ein Tor. Hier ist irgendwo eine Rattling Gun. Hinter uns ist eine Rattling Gun. Boys. Ich habe keine Muni. Hier liegt auch keine Muni. Ich warte erstmal, bis er aufhört zu schießen. Jetzt. Aus irgendeinem Grund ist meine Tastatur gerade wieder disconnected. Moment, was ist passiert? Ja, ich habe eine Logitech G19 und im Augenblick habe ich es ab und zu, dass sie disconnected und dann funktioniert auch mein Logitech Gaming Framework nicht mehr. Ich habe eine Kabelmaus. Oh, hier ist schon das Finale. Das war gerade meine Tastatur, ich habe auch eine Kabelmaus, aber da kann ich das Kabel rausziehen. Dieses Finale ist super schwer und super nervig. Ich hoffe, wir schaffen das. Besonders, wenn man keine Muni hat. Hier ist Muni und Tränke. Nicht mehr runtergefallen. Aber ich brauche... Was ist, wenn man hier eigentlich runterfällt? Ist man dann tot? Ja. Das ist ein Heiltrank. Den nehme ich. Woher ich das so genau weiß, erzähle ich dir jetzt nicht, aber ja. Es ist dir passiert, ganz einfach. Natürlich ist mir das passiert. irgendwie sollten wir es mir 100 Punkte! Oder? Hier ist noch eine Truhe. Ich mach die mal auf. Hier ist aber nichts drin. Ich finde es so witzig, dass hier Truhen sind, wo nichts drin ist. Es wurde auf meinem ersten paar Maps immer so ein Running Gag, wo ich dann immer gesagt habe, alleine in meinem Zimmerchen, leer. So total deprimiert vor mich hin. Leer. Schon wieder. Epic Loot. Okay, wir fangen an. Christoph Engel, der Grand Wizard. Okay, in der ersten Phase einfach nur erstmal deinen Arsch retten und die Skaven töten, ohne viel Schaden zu fressen. In der zweiten Phase diese komischen Wards beschützen. Wir müssen die ganze Zeit die Wards beschützen. Nee, in der ersten Phase greifen die Wards nicht an. Das habe ich festgestellt. Greifen jetzt erstmal nur uns an. Und irgendwann sagt einer dann Protect the Wards und dann erst greifen sie die Wards an. Aber ich finde die Partikeleffekte in diesem Raum total hübsch. Ja, ne? Ich finde es eigentlich schade, dass viele Spiele relativ wenig auf Partikel legen. Mhm. Dies bei Deutsch 1. Und viele haben ja einfach irgendwie 2D-Animationen oder ähnliches. Ja, ich hatte tatsächlich einen Deutsch 1 und auch im Englischunterricht. Aber ich hatte eine 1 in Kunst. Auch nur, weil ich mit den Lehrerinnen geflirtet habe. Ungelogen. Ich dachte, du bist überfordert, wenn du zu viel auf einmal nehmen sollst. Was? Wer ist Ulgu? Ich bin Ulgu. Ich bin Ulgu, ich bin dein Vater. Ulgu. Ich bin der Sklavenpapa.
wo wir gerade da sind bei deinem Vater, ich fand es tatsächlich, das Hübscheste an der Star Wars Battlefront Beta, ich weiß nicht, ob du die gespielt hast, war, wenn man Darth Vader gespielt hat und dann hat sich kurz, gibt es so eine Intro-Sequenz jedes Mal, wenn der spawnt, und ganz kurz hat sich dann immer in seinem in seiner Rüstung die Umgebung gespiegelt, weil die so blank poliert ist. Okay. Und das war ein richtig schöner Effekt. Also es hatte richtig was. Ja, es ist, glaube ich, auch ein Spiel, was ich mir tatsächlich mal holen werde. Also ich habe ja Battlefront, den Teil davor, ich glaube, es hatte... Ja, der jetzt kommt, ist das Star Wars Battlefront 3? Ne, das ist einfach nur Battlefront, das ist ein Reboot. Aber das Spiel war auch nicht so gut. Also ich würde mal gucken, ob du... Also ich würde es nicht vorbestellen oder so, nee, sondern gucken, was nach Release gesagt wird. Ich habe ihn auch eh Weil gehört. Ich habe es gespielt und es war wirklich nicht so gut. Es war halt irgendwie... Ja, ich mag halt keine Shooter, die, blöd gesagt, klein sind. Also sowas wie Counter-Strike. Also finde ich nicht ganz so geil, weil ich schlecht bin in Shootern. Und wenn halt mehrere Leute da sind, hat man irgendwie besser Chancen. Bin auch schlecht, hindert mich nicht daran, Counter-Strike zu spielen. Ja, ich spiele es ja auch. Ich sage bloß, dass ich schlecht drin bin. Ja, kann ich schon anderen Leuten auf die Nerven gehen. Aber warum bist du so schlecht? Ja, aber ich spiele halt lieber sowas wie Battlefront oder so. So, jetzt müssten sie auf die Wards gehen. Ja, Star Wars Battlefront ist halt... Also das Video, das ich dazu gemacht habe, hieß, immerhin ist es nicht Battlefield. Weil das war das Einzige, was ich dazu sagen konnte. Es ist nicht Battlefield, aber es ist halt auch irgendwie nicht lustig. Also, es hat noch seine Probleme und die müssen halt gefixt werden, bis das Spiel released. Und ich hoffe, das passiert. Ob das wirklich passiert, besonders bei EA. Ich meine, die haben ja schon wieder Versprechen gemacht, wo man sagen muss, okay, es geht vielleicht in die richtige Richtung. Ja, kauf einfach den 120€ Season Pass, mit, also die Ultimate Edition mit Season Pass drin, dann passt das schon. Nee, aber die haben ja zu ein, zwei Spielen gesagt, dass es keine kostenpflichtigen Zusatzinhalte geben soll und sowas, sondern nur kostenlose Updates und ähnliches. Weil das ist das Ding, ich bin halt bereit, irgendwie für ein Spiel ein bisschen mehr auszugeben, bevor ich irgendwie jede zwei Monate was Neues kaufen muss. Naja, kommt halt darauf an, was für ein Spiel, ne? Man muss da eben abwägen. Ja. Vom Zeitmanagement her. Ich habe mir jetzt Binding of Isaac Rebirth geholt, weil der DLC mit rausgekommen ist. Und deswegen wollte ich das jetzt endlich mal spielen, weil ich den Vorgänger von Binding, also den habe ich auch gespielt. Aber jetzt hab ich erstmal eine Menge zu tun, weil du kannst ja 200 Stunden in dieses Spiel stecken und hast immer noch nicht alles gesehen. Ja, das Ding ist halt, wenn das Spiel scheiße ist und du gibst dafür mehr Geld aus, natürlich kacke, dann ist es besser, wenn sie bezahlte DLCs haben, aber... Ich habe getestet letztens Devil's Third für die Wii U. Ein furchtbares Spiel. Okay. Aber da habe ich den Vorteil, dass ich es wieder verkaufen konnte. Ja, das finde ich auch gut bei Steam, dass man sie mittlerweile zurückgeben kann, die Spiele. Wenn du sie nur 2 Stunden gespielt hast, genau. Ne? Ja, anders kann man es halt auch wieder nicht machen, weil wenn die Leute irgendwie ein Spiel durchspielen, innerhalb von einem Tag es geht oder nicht, so. Also ich bin auch vollkommen zufrieden damit, nur ich finde so ein bisschen, es ist so ein bisschen komisch geregelt bei Steam, weil ich habe das bei... Mich holt übrigens gerade ein Assassin. Alter, die Assassin Red kriegt mich gerade gar nicht. Ich baite die voll gut weg. Ich habe mir mal Zombie U geholt auf dem PC und das ist das erste Spiel und bisher das einzige, was ich gerefundet habe. Jetzt sterbe ich aber. Weil das Spiel war nicht gut. Ich habe die Wii U-Version, die war besser. Warum soll ich also die PC-Version behalten? Und die habe ich halt zurückgegeben. Mhm. Und ich habe das Ding jetzt aber immer noch auf Uplay. Was heißt das jetzt für mich? Kann ich das Spiel immer noch auf Uplay spielen oder? Weiß ich nicht, warum hat es bei mir gerade geklingelt? Hat bei dir geklingelt? Ja. Ich schätze mal wieder wegen Halloween. Ach, wegen Halloween, Halloween. Ich bin im 4. Stock, hier kommt keiner hoch. Ich bin im 2. Stock und die kommen hier trotzdem hoch. Und das Ding ist, ich habe keine Süßigkeiten und wenn ich welche habe, würde ich die selbst essen. Ich habe deinen Tweet gelesen. Scheiße. Nee, die haben schon mal geklingelt, ey. Das stand Graf Dracula vor meiner Tür. Das Geile ist, ich habe keinen normalen Türspion, weil da sieht man ja, wenn jemand durchguckt, weil wegen Schatten und Co. Sondern ich habe ungelogene Kamera an meiner Tür und Monitor. LOL! Heißt, ich habe so einen kleinen. Da machst du das gar nicht erst auf, genau, oder? Genau, ich habe so einen kleinen Mini-Display, da drücke ich dann drauf und dann sehe ich halt, was im Flur los ist und die sehen nicht, ob irgendwer an der Tür ist. LOL, das ist ja geil. Ey, weißt du was? Weißt du, was witzig wäre, wenn du hast so deine normale Montur an und du machst die Tür auf und da steht einer vom Halloween und sagt zu dir, geiles Kostüm. Ich habe ja meine Haare gefärbt, die sind ja jetzt leicht lila. Echt? Die sind jetzt. Hast du Strähnchen gemacht oder komplett? Nee, komplett. Oh, wir haben es geschafft! Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Jetzt kann ich mich doch verarschen! Da sind zwei! Nee, wir haben es geschafft! Ich wollte die ganze Zeit irgendwas an meinem Aussehen ändern und Klamotten sind halt zu teuer, Tattoo kann ich mir nicht leisten, Haare sollen dranbleiben und ähnliches. Dann dachte ich mir, klopfst du da mal Farbe rein und hab mir einfach lila geholt.
Sollte eigentlich so ein richtig kräftiges Lila sein, ist es natürlich nie. Besonders, du weißt ja, ich habe eigentlich dunkelbraune Haare. Heißt, haben wir jetzt so einen lila Schimmer, finde ich nicht schlecht. Und wenn ich jetzt halt so die Tür aufmache in meiner Bondage-Hose mit meinen Ketten und ähnliches. Meine Plattenrüstung ist leider im Keller, sonst würde ich die anziehen. Let's get into the bag. I don't trust you. Komm mit mir, wenn du leben willst. Komm in mir, wenn du leben willst. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Oh, muss mir mal ein Bild schicken von deiner neuen Frisur. Ich kann es tatsächlich nicht. Meine Webcam zeigt es braun an, mein Handy schwarz und meine Spiegelreflex rot. Ich weiß nicht, was da los ist. Du hast Probleme, ey. Ja. Ach du Scheiße. Oh, Level Up. Ich habe eine Schusswaffe gekriegt für den Zwerg. Schön. Ich kann jetzt so würfeln. Würfelglück. Mal sehen, wer was würfelt. Ich kann eine blaue Axt und blaue zwei Pistolen bekommen. Ich habe eine 1. Oh ne, ich habe eine 3. Eine 3 geht auch. Ich kriege Pfeil und Bogen, glaube ich. Nee, ein Stab ist das, ein Flammenstab. Ich habe eine Axt gekriegt. Eine Einhand-Axt für wen ist die? Oh, für den Witch Hunter. Cool. Ich habe Sengnen Stab des Flammenmeeres. Mit Chance von 3-8% beim Töten von Gegnern 10 Gesundheit zurückzugewinnen. Oh. Wie viel Gesundheit 10%. Hat man? 10%. Wie viel Gesundheit hat man? Nee, 100? Ich glaube, es stand tatsächlich 10. Echt? 100. 100. Ey, es ist Left 4 Dead. Es wird 100 sein. Es ist Left 4 Warhammer. Left 4 Vermin. Oh, Vermintide. Ah. So, ich würde gleich mal ganz kurz die Aufnahme beenden, einfach um zu gucken, ob sie klappt. Ja, das würde mich auch interessieren. Irgendwas liegt hier gerade an meinen Füßen, was nicht identifizierbar ist. Ich gucke mal kurz nach. Es ist ein Einkaufszettel. Was steht denn da drauf? Von wann ist der? Schreib dir mal auf dem Handy. Nee, ich schreibe den tatsächlich recht gerne. Ich schreibe den auch auf dem Handy. Spaghetti, Möhren, gemahlene Haselnüsse, Sojasahne, Paprikaflocken. Ich habe ein Achievement bekommen. Lauffeuer. Weißt du, weil ich so ein laufendes Feuer bin. Ich gehe da einfach mal nicht drauf ein. Ich gucke mir noch ganz kurz meinen Stab an. Okay, der ist arschlangsam, macht aber arschviel Schaden dafür. Und hat Rückstoß, aber weniger Reichweite. Der hat Ziele bei aufgeladenen Angriff gemaxt. Also ich kann nicht mehr treffen als mit dem Stab bei einer Aufladung. Aber dafür macht er echt wenig Schaden bei einer Aufladung. Naja. So, ich bin nächste Runde der Zwerg, weil ich geguckt habe, welche Map wir spielen und ich habe mich entschieden, einen kleinen mit Schild zu nehmen. Ja, ich glaube, ich weiß, welche Map wir als nächstes spielen. Ja. Ist es die Map, oder? Ne? Ist es die Map. Da werden wir bestimmt 10 Anläufe brauchen, bis wir die geschafft 20. haben. Okay, dann mache ich kurz einen Cut und wir nehmen einfach gleich dann weiter auf, würde ich sagen. Ja. Okay. Schau mal rein, ob alles geklappt hat. Ich kann gerade keinen F9. Ihr wollt mich verarschen. Ihr macht mich fertig heute. Ihr macht mich fertig. Warum konnte ich kein F9 drücken? Scheiße. Hau weg, die Scheiße. Ich versuch es.